Dafür habe ich nicht genug Platz. Zu Hause einen Fisch gefangen, im Brunnen, weil unter manchen Häusern Brunnen sind. Glaubst du, dass große Ereignisse auf einen einzigen Augenblick... Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Hallo. Hallo. Du bist Lara, nicht wahr? Pisco schickt dich. Stimmt. Ich bin Moraiqa. Ich höre deinen Namen heute schon zum zweiten Mal. Die Kultisten reden über dich. Du hast die Säuberung eingeleitet. Den Schlüssel von Shakshel gefunden. Das habe ich. Oh, keine Sorge, Kind. Die Säuberung war überfällig. Wir müssen entscheiden. Machen wir weiter oder fangen wir neu an? Das ist keine leichte Entscheidung. Hast du gehört, Rimaq? Das Schicksal der Welt ist keine leichte Entscheidung. Ich mag sie. Das stimmt, Lara, ist es nicht. Und wenn der Kult von Kukulkan entscheidet, werden wir Sklaven und sie nennen es Schutz. Oder nicht, Rimaq? Er redet nicht viel. Der Kult handelt aus Angst. Angst wovor? Angst vor der Außenwelt. Angst vor Veränderung. Aber die Bedrohungen draußen sind auch in uns. Angst ist der Feind, nicht Veränderung. Veränderung gibt's immer. Aber was fasele ich, Rimaq? Die Dame will bestimmt etwas kaufen, das ihr weiterhilft. Spaß damit. Ein gutes Geschäft. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Pisco? Hast du schon mit ihnen gesprochen, oder nicht? Ja, habe ich. Aber du siehst es noch nicht. Sie hatten alle Hoffnung. Du musst dich anstrengen, wenn du das Spiel gewinnen willst, Lara. Hoffnung ist das eine. Aber alle Verstoßenen sind in ihrem neuen Leben aufgegangen, trotz der Umstände. Sogar du, Pisco. Nun, ich bin der beste Patouille-Spieler, den Patiti je hatte. Nicht schlecht für einen Toten. Ganz und gar nicht. Nochmal, was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass ein Opfer dein Leben besser machen kann. Dass das Vermächtnis deiner Familie eine Fessel sein kann und du deinen eigenen Weg finden kannst. Liebe ist stärker als der Tod und du musst an etwas glauben, das größer ist als du selbst. Aber letzten Endes kannst du nicht alles kontrollieren. Was du aus deiner Lage machst, das zeichnet dich aus. Gut gesagt, Lara. Und du bist bestimmt nicht tot? Taki glaubt, er hat verloren, weil er Pech hatte. Aber nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Das sehe ich jetzt. Was hältst du von Moraiqa, der Verstoßenen? Sie hat mich erwartet. Sie schien einiges über mich zu wissen. Ah, sie weiß viel über alles, Ishik. Sie hat wunderbare Sachen in ihrem Laden. Artefakte, die nur die Götter kennen. Ich weiß. Du hattest Glück, sie zu finden. Sie verlässt Paititi häufig, um ihr Inventar aufzustocken. Sie war die optimistischste. Aber natürlich. Bei uns in Paititi sagt man, wir alle erschaffen das Schicksal. Wir bestimmen nicht die Umstände, nur unsere Taten. Eine Lektion, die Taki noch lernen muss. Gut gespielt. Danke, Pisco. Ich bringe Taki die Würfel zurück. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich habe deine Würfel, Taki. Oh, vielen Dank. Hattest du nicht gesagt, Pisco hätte die Würfel gestohlen? Jeder weiß, dass Pisco stiehlt. Er hat gesagt, du wolltest ein Spiel spielen und du hast verloren. Er hat mich nicht mehr spielen lassen. Nur noch einmal würfeln und ich hätte gewonnen. Pisco wollte, dass du weißt, dass... Nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Jetzt, wo ich meine Würfel zurück habe, kann ich auch wieder üben. Nochmals vielen Dank, Ishik.